Ja, herzlich willkommen zu diesem ersten Bürgerclub nach der Sommerpause. Wir starten wieder neu in die ja auch neue politische Saison, obwohl ich glaube, eine richtige Sommerpause hat es tatsächlich gar nicht gegeben. Zu Gast heute Abend Herr Hermann-Josef Tebroke, Bundestagsabgeordneter der CDU, zum zweiten Mal als Direktkandidat für die CDU in den Bundestag eingezogen. Das heißt, Sie haben eine Legislaturperiode und ein Jahr hinter sich. Herzlich willkommen. Dankeschön. Ich würde ganz gerne, um ins Thema reinzukommen und in die vielen Themen, die eigentlich auf dem Tisch liegen, hineinzukommen, eine ganz schnelle Ja-Nein-Fragerunde machen. Das heißt, Sie sollen entweder mit Ja-Nein oder vielleicht mit maximal einem Wort antworten, beziehungsweise zum Start mit einem Satz immerhin. Ja, wir haben gar keinen Livestream. Komisch doch, es guckt doch jemand zu. Doch, der Livestream läuft. Das kann sein, dass wir im Moment noch ein paar technische Probleme haben. Die ignorieren wir jetzt einfach. Uns geht es um das Gespräch hier unter uns. Also, ein Jahr in dieser Legislaturperiode, wenn Sie dieses Jahr in einem Satz zusammenfassen müssten, wie würden Sie das machen? Ungeduld, Zuwarten, Dünnhäutigkeit und ja, ich glaube, das sind die entscheidenden Worte, die okay, gut, alles Begriffe, die wir, glaube ich, vielleicht dann später aufgreifen können. Opposition ist Mist, ein altes, bekanntes Zitat. Ja oder nein? Man kann tatsächlich... Ein Wort zunächst. Später können wir es gerne vertiefen. Überwiegend. Überwiegend, okay. Macht die Regierung einen anständigen Job? Überwiegend. Langsam besser. Langsam besser, okay, zwei Worte. Noch mehr schwere Waffen für die Ukraine? Vermutlich notwendig. Gewinnt die Ukraine diesen Krieg? Es würde schon reichen, wenn Putin nicht gewinnen würde. Okay, ich gebe zu, es sind Fragen, die sind oft nicht mit einem oder zwei Wörtern zu beantworten. Von daher sind wir nicht ganz so streng. Sind Sie für eine Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke? Unbedingt nur begrenzt. Tempolimit 130 oder 100? Maximal 130. Geht uns das Gas in diesem Winter aus? Es wird knapp. Eine Übergewinnsteuer, ja oder nein? Macht keinen Sinn. Schuldenbremse wieder aussetzen? Nein. Vergrößern die Energiekrise und die Teuerung die soziale Kluft? Zu befürchten. Werden wir im Winter wieder alle Maske tragen? Ich hoffe, nein. Eine vierte Impfung für alle? Nein. Vegan, vegetarisch oder wieder noch? Für Sie? Ich esse immer weniger Fleisch. Gendern, geschlechtergerechte Sprache oder keins von beiden? Mehr Aufmerksamkeit auf die Bedürfnisse auch der Frauen, aber nicht übertreiben. Ihr meistgenutztes Fortbewegungsmittel, wenn Sie in Berlin sind? Zu Fuß. Und hier im Kreis? Auto. Auto. Klimaneutral bis 2050. Schaffen wir das? Wir müssen es schaffen. Und wenn ja, reicht das? Es kommt auf jeden Fall spät, aber wenn wir es erreichen, dann haben wir alles getan, was in unserer Macht steht, glaube ich. Gut, ja, Schluss mit dieser Quälerei, würde ich sagen. Ich bin ja froh, dass Sie so rücksichtsvoll sind und zugelassen haben, dass ich das ein oder andere Wort ergänzt habe. Ja, gut, aber öffnen wir die Runde, auch in der Themenrunde, vor allem auch in die Gesprächsrunde. Ich sehe eine ganze Menge von Themenblöcken, die jetzt ja auch schon dabei waren. Das ist die Ukraine im engeren Sinne, Krieg, Frieden, wie geht es da weiter? Es ist die Ukraine und die Folgen, die Energiekrise vor allen Dingen, aber auch die sozialen Folgen. Es ist die Teuerungswelle, die nicht nur auf den Krieg zurückgeht und der soziale Zusammenhalt. Das Thema Klima können wir sicherlich nicht ausschließen und vielleicht noch Themen, die vergessen haben. Das wäre jetzt Ihre Frage. Deckt das das ab, was Sie interessiert, was Sie ansprechen wollen, oder sind bestimmte Punkte dabei, die ich jetzt ausgelassen habe? Fangen wir an, Herr Schenke. Ich würde gerne etwas über das Thema Mobilität von Ihnen hören. Mobilität im umfassenden Sinne für Autos, Fahrräder, Fußgänger, Innenstädte, Autobahnen. Und dann in Bezug auf das alte Bundesverkehrswegegesetz von 1960. Okay, gut. Herr Schenke, können wir gleich reingehen. Erstmal sammeln wir die Themen. Ich hatte eine weitere Wortmeldung gesehen. Bitte, Herr Karich. Der Herr Röttgen hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Nie wieder hilflos. Und das ist auch die Argumentation, die mich sehr beeindruckt. Das unterstellt, dass wir hilflos sind, und das empfinde ich auch im Großen und Ganzen. Und da würde ich gerne von Ihnen Antworten darauf haben. Auf die Themen, die Herr Röttgen angesprochen hat.
Vielleicht auch etwas zum Abschluss, ja? Jetzt links, rechts, Hilflosigkeit, das ist der Staat. Frage, ja, geht da vielleicht in die Richtung, ist die Politik der Gesellschaft eigentlich noch nahe oder nahe genug? Mhm. Die Nähe der Politik zur Gesellschaft und umgekehrt vor allem auch die Nähe der Gesellschaft zur Politik, ja? Bitte schön. Ich hätte gerne mal gewusst, wie sich der Regionalplan zusammensetzt, wer eigentlich da bei der Bezirksregierung entsprechende Dinge festlegt. Mhm. Wenn sie das nicht ins Internet gestellt hätte, wäre das völlig übergangen worden. Und ich habe also 4 Tage gebraucht, um überhaupt mit zig Telefonaten da okay, ja. Also das Thema regionale Planung über Bergisch Gladbach in die Region also hinaus, wie funktioniert das, was läuft da? In Bergisch Gladbach, was wir von diesen sogenannten Kommunalvertretern als Haus- und Grundeigentümer zu erleiden haben. Ja, okay, gerne. Weitere Themenblöcke? Das, was ich vorhin angesprochen hatte, kommt jetzt nicht, aber das heißt, dass das Ergänzungen sind, nehme ich an. Okay, gut. Ja, womit fangen wir an? Die Ukraine, ist das ein Thema für Sie, das wir noch mal besprechen müssen? Ich sehe Nicken. Vielleicht wollen Sie auch direkt konkret eine Eingangsfrage stellen. Sonst keine Frage, für mich ist nur fast nicht vorstellbar, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnen kann. Mhm. Die Ukraine ist ein großes Land, aber wenn man dagegen das Russische Reich sieht, also Russland, da... Ja. Herr Tebruck hat ja im Eingang gesagt, also er hat es ja eingeschränkt, also zumindest nicht verlieren. Vielleicht können Sie den Punkt ein bisschen ausführen. Wie ist das aus der Berliner Sicht und natürlich auch aus der Sicht der Opposition, der CDU, der aktuelle Stand in Sachen Ukraine und haben Sie irgendeine Perspektive? Wir erleben jetzt schon oder erfahren von dem, was in der Ukraine passiert, und ich befürchte, dass die Aufmerksamkeit für das, was dort geschieht, nach und nach zurückgeht. Das ist eine ganz große Sorge. Dabei ist es ja gerade Februar, dass wir mit großer Überraschung, zumindest für viele, festgestellt haben, dass Putin, ich sage jetzt mal Putin, einen Angriffskrieg gegen die Ukraine eröffnet hat. Mit dem, das sage ich schon, viele in der Form nicht gerechnet haben. Natürlich kann man eine Rekonstruktion sagen, da gab es einige Anzeichen, das war fahrlässig, da nicht sorgfältiger zu sein, aber ein großer Teil war tatsächlich überrascht. Viele auch, die für sich in Anspruch nehmen, dass die russische Politik verstehen, die russische Seele, auch Putin verstehen, mussten dann am Ende sagen, damit haben sie in der Form, in dieser Brutalität nicht gerechnet. Und ich erinnere mich noch sehr gut, auch an die Sondersitzung im Bundestag, in der er Scholz von einer Zeitenwende gesprochen hat, um zum Ausdruck zu bringen, dass wir damit nicht gerechnet haben. Und ich sage auch für meinen Teil, dass es eine riesengroße Enttäuschung war, denn ich sag mal, nach 89, 90 war eigentlich zunehmend zu erleben, dass sich der Osten öffnet, dass einige Staaten sich auch den westlichen Werten anschließen, dass marktwirtschaftliche Prinzipien und Ordnung auch in anderen Staaten Platz greifen und dass ein Austausch stattfindet, der so vorher nicht stattgefunden hat. Wenn ich mich erinnere, für mich auch als Jugendlicher gab es da eine Mauer und dahinter war irgendwie alles dunkel. Und das hat sich aufgelöst, das war ein riesengroßer Gewinn, ein riesengroßes Glück. Es hat vielleicht auch zu Euphorie fast schon geführt. Man hat wirtschaftliche Kontakte ausgebaut, auch die Gaslieferung, da möchte ich erinnern, immer in der Erwartung, in der Hoffnung, dass durch den wirtschaftlichen Austausch auch ein gesellschaftlicher Austausch gepflegt wird, dass die aggressive Grundhaltung aufgebrochen werden kann, eben durch den Handel. Das hat sich nicht bewährt. Und jetzt ist es aber nicht ein Wirtschaftskrieg in erster Linie gewesen, sondern das, was im Februar passiert ist, das war eine brutale Attacke, auch nicht nur auf militärische Einrichtungen, sondern auch auf Zivilbevölkerung. Und darum eine Brutalität, die ich nicht erwartet habe, die mich entrüstet hat, die mich total betrübt und die zu einem immensen Leid geführt hat für Leute, die jetzt geflohen sind und für viele, die noch da sind. Ich war überrascht von der Entschlossenheit, mit der ukrainische Bevölkerung sich gegen diesen russischen Angriff gewehrt hat. Ich weiß nicht, ob das uns auch hier so gelungen wäre. Und deswegen höchste Anerkennung für diesen Mut, fast schon den Mut der Verzweiflung. Ich sage auch mal, dass es da
auch zu dem Zeitpunkt nach meiner Wahrnehmung noch eine Unentschlossenheit gegeben hat in der Politik, wie man damit umgeht. Vielleicht erinnern Sie sich, das eine war, wir erhöhen ein Etat, wir erhöhen den Verteidigungsetat. Wir müssen darüber nachdenken, das war eben auch eine Frage von Ihnen, ob wir und in welcher Form Waffen liefern, können wir das? Zeitenwende bezog sich auch auf Politikwende. Wenn ich darüber nachdenke, wie wir die Verteidigungsetats in den letzten Jahren behandelt haben, wie wir mit Waffenlieferungen umgegangen sind, insbesondere keine in Krisengebiete, was machen wir? Wir machen genau das alles mit einem Schlag anders. Und ich glaube, wir mussten es auch anders machen. Wenn ich jetzt auf Opposition ist Mismal zu sprechen kommen darf an der Stelle, obwohl das eigentlich ein unangenehmes Beispiel ist, aber auch eines, wo auch aus der Opposition sehr großer Druck aufgebaut worden ist, da Entscheidungen zu treffen, nicht nur was die Umsetzung des Etats angeht, sondern auch was Waffenlieferungen angeht. Nochmal, man kann sehr groß unterschiedliche Auffassungen sein, ob Waffenlieferung richtig ist. Ich glaube, es ist richtig. Wichtig war aber, dass eine Entscheidung getroffen werden kann. Und da war, jetzt merken Sie ein bisschen auch meine Kritik, da war die Ampel noch etwas unsortiert. Und das ist fatal, das ist eine Katastrophe, auch was die Signale angeht. Da konnte Opposition treiben, dass es zu einer Entscheidung gekommen ist. Es hat Waffenlieferungen gegeben. Wir haben über schwere oder weiterreichende Waffen nachgedacht, nicht nur nachgedacht, sondern wir haben entschieden. Ich habe eben von Ungeduld gesprochen. Die Umsetzung dieser Entscheidung hat noch viel zu lange gedauert. Und wenn ich mich erinnere an den Auftritt von Herrn Zelensky per Videokonferenz bei uns im Bundestag, jetzt bitte in diesem Kreis, das hat mich beschämt, weil da tritt ein Präsident auf und sagt, wir tun alles, um diesem Aggressor etwas entgegenzuhalten. Und hier geht es zur Tagesordnung über. Ich sage, das hat mich massiv beschämt, aber war für mich auch so ein Symptom, wie unsicher wir waren, wie geht man damit um und wie konsequent müssen wir jetzt eigentlich Entscheidungen treffen. Das hat zu lange gedauert. Die Waffenlieferungen haben dazu beigetragen, nicht nur die Bundesdeutschen. Sie wissen, dass das viel zu lange gedauert hat, aber alles auch ein Ergebnis großer Unsicherheit. Und diese Waffenlieferungen nach meiner Wahrnehmung haben dazu beigetragen, dass die Ukrainer sich länger wehren konnten und immer noch wehren können. Und ich halte es für wichtig, dass wir, so schwierig mir das auch fällt zu sagen, aber dass wir dann auch die Ressource bereitstellen, damit die Ukrainer eine Chance haben, gegen den Aggressor, denselben zurückzudrängen aus den besetzten Gebieten. Und wenn Sie jetzt fragen, hat das was mit Sieg oder Niederlage zu tun? Die Tatsache, dass es zu diesem Krieg gekommen ist, ist eine Niederlage sondergleichen. Aber ist das noch ein Sieg, wenn man einen Aggressor zurückdrängen kann? Was heißt denn Sieg über Russland? Ich kann nur sagen, ich wäre ein großer, auch der Begriff ist schon schwierig, Erfolg, wenn es gelingen würde, den Aggressor so weit zurückzudrängen. Und dann kommt der nächste Punkt, Sie fragen nach der Perspektive. Ich kann das nicht einschätzen. Es wird sicher noch einige Monate dauern, länger als wir befürchten. Und dann glaube ich, ist Perspektive in den Blick zu nehmen, was passiert mit einer Ukraine danach. In der Hoffnung, dass die kriegerische Auseinandersetzung bald ein Ende findet. Aber danach müssen wir auch darüber nachdenken, was passiert denn mit den Ukrainern, die zurück wollen, mit dem Land, das in großen Teilen zerstört ist, Infrastruktur völlig kaputt. Da, glaube ich, kommt es nochmal auf einen entscheidenden Beitrag der Solidarität an. Und darum komme ich zurück auf die Eingangsbemerkung. Meine Befürchtung ist, wir waren alle extrem betroffen, auch sehr schnell bereit, alles zu tun, kein Öl mehr zu kaufen, kein Gas mehr zu kaufen, alle Waffen zu liefern. Und jetzt lässt so ein bisschen die Aufmerksamkeit dafür nach. Und wir brauchen den Atem dieser Solidarität noch einige Monate oder Jahre bis hin zu einem Wiederaufbau. Das wäre für mich eine Perspektive, aber dunkel ist es schon. Herr Hinz, bitte. Ja, die Mechanismen in Europa waren ja eben Waffenlieferungen, waren Sanktionen. Mir stellt sich natürlich trotzdem die Frage, auch wenn wir es mit einem Aggressor zu tun haben, laufen denn trotzdem noch die diplomatischen Kanäle? Weil Ziel muss ja trotzdem sein, diesen Krieg, wie auch immer, so schnell als möglich zu beenden. Das kriegt man natürlich auch als aufmerksamer Zeitungsleser nicht so unbedingt mit. Was läuft auf der Schiene? Was können Sie dazu sagen? Also das, was wenn etwas mit Erfolgsaussicht auf der Schiene läuft, dann ohne unsere Kenntnis. Ja, in dem Moment, wo Sie diese diplomatischen Beziehungen
offen pflegen, öffentlich pflegen, dann glaube ich, dass sie keine Aussicht auf Erfolg hat. Natürlich wäre ich auch sehr interessiert daran, in welchem Umfang das da passiert. Auf den offiziellen Kanälen passiert das nicht. Ich habe eher sogar die Sorge, dass vieles dadurch kaputt geht an Chancen, weil wir alles wissen wollen. Also wir wollen genau wissen, welches Waffensystem wann wem übergeben wird. Und das ist kontraproduktiv. Es ist verständlich, immer dann, wenn man den Eindruck hat oder wenn man den handelnden Personen nicht vertraut. Aber ich sage nur an der Stelle, Geheimdiplomatie ist nur dann Erfolg, hat nur dann eine Chance auf Erfolg, wenn sie geheim bleibt. Ich weiß es nicht persönlich. Aber ich habe eine Einschätzung dazu, denke ich. Ich gehe davon aus, dass das Gespräch laufen. Sehen Sie denn im Moment eine Basis für wirkliche diplomatische Gespräche? Also ich meine, diplomatischer Kontakt ist das eine, es gibt ein rotes Telefon, was auch immer, sicherlich. Aber gibt es eine Basis für tatsächliche Gespräche, Verhandlungen, was auch immer? Ich glaube, da müsste ich genauso spekulieren, wie Sie das auch machen, weil immer dann, wenn Sie eine Perspektive diplomatischer Verhandlungen erörtern, haben Sie ja schon eine Idee davon, wo wird die Grenze gezogen, gibt es Reparationszahlungen dergleichen. Ich glaube, soweit sind wir auf jeden Fall nicht, sondern es wäre nochmal, wenn da jemand miteinander spricht und ein Kanal nicht geschlossen wird, den man nutzen kann, wenn endlich der Krieg ein Ende hat. Es ist unbefriedigend, aber ich glaube, es ist alles andere wäre nicht ehrlich. Ich gucke in die Runde zum Thema Krieg und unmittelbare Konfrontation. Weitere Fragen dazu? Sonst geht ja bitte. Eine Anmerkung. Gerne, Ja, bitte. Es wurde ja, als die ersten Waffenlieferungen bewilligt wurden, von einer Art Wandel in der Doktrin, außenpolitischen Kriegsdoktrin der Bundesrepublik gesprochen. Jetzt ist das ja noch nichts Eindeutiges. Es ist ja erstmal der erste Fall, der die komplette Enthaltung der letzten Jahrzehnte umgestürzt hat, so ein bisschen. Wie denken Sie denn, sollte das in Zukunft gehandhabt werden bei anderen Kriegen? Sollten wir, weil sie jetzt nicht in Europa sind, uns völlig enthalten? Sollte man eine angegriffene Seite dann eventuell auch mit Waffen unterstützen? Das ist eine sehr generelle Frage, aber was sollte die neue Doktrin sein? Ja, es geht um die Frage, welche Kriegsdoktrin wird sich in Zukunft entwickeln oder sollte sich entwickeln? Ich nehme an, jetzt eben auf der westlichen Seite. Genau. Ja. Und ich würde lieber von einer Verteidigungsdoktrin, wenn überhaupt, sprechen und nicht von einer Kriegsdoktrin. Man nutzt den Begriff schnell und dann verfestigt. Aber ist das nicht auch ein Teil unserer neuen Realität, dass wir eben halt nicht mehr in einer Welt des Friedens und der Verteidigung, sondern in der Welt des Krieges leben? Das gestehe ich hinzu. Nur die Perspektive, die ich für uns in Anspruch nehmen möchte, ist die, dass wir verteidigen und nicht Krieg führen, weil hinter Krieg führen oft zumindest der Begriff oder die Vorstellung von Angriff steckt. Aber gut, wie dem auch sei, die Frage, gibt es eine andere Doktrin, wollen wir uns anderes verhalten? Das, was ich glaube, was zutage getreten ist, dass wir in der Bundesrepublik Deutschland, nehmen Sie den Haushalt, den Bundeswehrhaushalt, den haben wir zurückgefahren, weil wir, ich sage jetzt mal positiv, eine Friedensdividende vereinnahmt haben. Wir waren der Auffassung, es reicht, wenn wir die Bundeswehr weniger gut ausstatten, weil wir uns einen solchen Fall nicht vorstellen konnten. Das hat sich verändert. Und das können Sie allein schon am Budgetansatz feststellen und auch an einem Interesse aus der Bevölkerung. Achtung, wir müssen verteidigungsbereit sein, was wir offensichtlich vorher nicht waren. Da gibt es ein paar Anekdoten, die das veranschaulichen sollten. Aber tatsächlich ist die Ausstattung der Bundeswehr nicht ausreichend, zumindest nicht, wenn solche Situationen eintreten. Ein zweiter Punkt, von dem ich meine, dass er wichtig ist und auch gezeigt worden ist, ist, es kann nicht gelingen, dass die Bundesrepublik Deutschland, schon gar nicht mit ihrer Ausstattung, sich in solche internationalen kriegerischen Auseinandersetzungen einmischt. Wir haben festgestellt, dass selbst die Abstimmung im europäischen Kontext sehr problematisch war. Selbst wenn Sie Ringtausche organisieren, merken Sie, wie das hakt. Also das ist für mich Das geht gar nicht. Das geht gar nicht, wenn man in einer solchen schwierigen Situation, in einer solchen Zuspitzung anfängt, zwischen europäischen Partnerländern zu falschen, wer wann welches Gerät liefert im Tausch zu, wenn doch am Ende in der Ukraine dringender Bedarf gegeben ist. Wir haben, ich glaube, gesehen, dass die NATO sehr viel besser funktioniert, als viele das geglaubt haben. Und deswegen glaube ich, wenn es eine Doktrin gibt, dann bedeutet es mehr Verteidigungsbereitschaft für die Bundesrepublik Deutschland, aber in Abstimmung mit den europäischen Nachbarländern im NATO-Kontext.
Danke. Direkt dazu, ja dann. Lieber, wie bisher die Sicherheit von Europas liegt ja, das sehen wir jetzt auch, im Grunde am Engagement der USA. Ja. Und zwar fast ausschließlich. Ja. Sehen Sie Perspektiven für europäische Verteidigungsfähigkeit in der Zukunft? Wir haben das in den letzten Jahren, in denen ich dabei war, beobachtet, dass wir zwar einerseits gesagt haben, wir bräuchten eine Verteidigungskompetenz der EU, auch eine größere Unabhängigkeit, aber diese Debatte ist sehr schnell wieder eingestellt worden, weil man gesagt hat, erstens, wozu? Vielleicht gibt es da was in Afghanistan, in Mali, ein paar Soldaten. Ich will das nicht geringschätzen, aber das war so, das passt schon. Und im Zweifel, glaube ich, gibt es einen amerikanischen Freund jenseits des Atlantik, mit dem wir immer wieder auch uns hakeln, aber wenn es darauf ankommt, dann wird er dabei sein. Ich glaube, also das ist ja nochmal gut gegangen. Ich glaube, dass man jetzt aber erkannt hat, dass man sich darauf in Zukunft nicht verlassen kann. Das hängt immer auch davon ab, wer ist Präsident in den Vereinigten Staaten und welche Bereitschaft bringt er oder sie mit, sich in Europa zu engagieren. Natürlich immer auch im Interesse der USA und hier hat auch die USA ein Interesse daran, was in der Ukraine passiert oder nicht passieren darf. Es ist ja nicht nur die Hilfestellung für die EU oder für Europa, sondern ein eigenes Interesse. Aber wenn das nicht so deutlich erkennbar ist, kann man sich auf die USA dann möglicherweise nicht verlassen. Komme ich zum Punkt, dass ich davon ausgehe, dass das als eine wichtige Aufgabe Europas anerkannt wird. Also wir haben viele Standards, die wir auf europäischer Ebene setzen, aber eine wichtige Aufgabe wäre die Verteidigung der Grenzen. Und das bedeutet auch die Bereitschaft, sich in der Verteidigungspolitik aufeinander abzustimmen, wenn es darum geht, Waffensysteme aufeinander abzustimmen, zu beschaffen. Ich gehe davon aus, dass das jetzt anders werden wird. Das ist auch eine Ergänzung zu dem, was Sie gesagt haben. Ja. Oder habe ich Sie falsch verstanden? Eine ganz, ganz kurze, bitte. Ganz kurze nur, es ist doch die Grundaufgabe eines Staates, seine Bürger zu schützen. Genau. Und das ist, und sag ich mal, das ist, haben wir bisher den Amerikanern überlassen. Ja, wir haben uns auch eingebettet gefühlt mitten in Europa und in einem Verbündnis mit den Vereinigten Staaten. Würden Sie glauben, dass wir uns darauf verlassen können? Das ist nur so, das stimmt zwar, aber ich meine, das ist ja Vernachlässigung eines Verfassungsorgans, was die Bundeswehr ist, aufgrund der öffentlichen Meinung. Und ich meine, dann könnten wir auch mal den Bundestag vernachlässigen, wenn wir den mit 50% kürzen, vielleicht hilft das sogar. Aber das, aus meiner Sicht ist das sehr schwierig. Und daran schließt sich auch meine Frage an. Ich finde, dass die Opposition, also diplomatisch ausgedrückt, handzahm ist gegenüber der Regierung, wie sie jetzt ihr 2%-Ziel, also die Ausgaben, Staatsausgaben in Höhe von 2% des Bruttoinlandsprodukts für die Bundeswehr nicht einhält. Und diese 100 Milliarden ist ja ein Witz. Also das ist das, was sowieso ausgegeben werden müsste. Und es ist ein super PR-Gag, aber wir brauchen dann 20 Milliarden, um die Munitionsvorräte aufzufüllen, die wir eigentlich haben müssten, laut NATO-Vorgaben. Also, das passt irgendwie nicht. Darf ich das auch nochmal kurz zusammenfassen für die Zuschauer draußen? Die Frage ist eben halt, reichen diese 100 Milliarden, beziehungsweise wo kommt es her? Müsste die CDU, müsste die Opposition jetzt nicht auch sehr viel mehr Druck auf die neue Regierung machen, um gerade diese Wehrfähigkeit, die Verteidigungsfähigkeit wiederherzustellen. Wobei ich dann ergänzen möchte auch nochmal die Frage, das blenden wir jetzt im Moment aus und bei der Frage Opposition ist es Mist, für alles das, was jetzt im Moment tatsächlich auf dem Tisch liegt, also der Zustand der Bundeswehr, der Abhängigkeit von Russland, ist natürlich die vorhergehende Regierung zu einem großen Teil verantwortlich. Also ist es von daher auch ganz gut, jetzt wieder in der Opposition zu sein? Also wir hören das in den letzten Monaten ja immer wieder, wenn wir Kritik üben als Opposition, ja, was habt ihr die letzten 16 Jahre eigentlich gemacht? Gut, das hat jetzt so ein Bart, das haben wir jetzt verstanden, einige Dinge haben sich geändert. Ich möchte, das eine bezieht sich, so habe ich das gerade verstanden, auf die Energiepolitik. Da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf zurück. Das andere ist jetzt eben die Verteidigungspolitik. Beim Bundestag, Bundeswehr. Bei der Bundeswehr. Da möchte ich Sie dann schon bitten, vielleicht nochmal so die letzten Jahre und die Debatten durchzugehen, wer halt eigentlich
wofür gestritten? Jetzt kann man sagen, warum hat die Union sich gegenüber der SPD zum Beispiel in der letzten Legislatur nicht durchgesetzt? Aber ich erinnere mich sehr gut an die Fraktionssitzungen, an die Debatten in der Fraktion. Was ist mit dem Verteidigungshaushalt? Ich habe eben gesagt, wir waren der Auffassung, insgesamt auch in der Bevölkerung, wir haben Frieden, das ist alles nicht so nötig. Wir haben gleichwohl als Union immer wieder gesagt, da gibt es ein 2%-Ziel und dem sehen wir uns auch verpflichtet. Mit dem Koalitionspartner haben wir es nicht durchgesetzt bekommen. Und wir haben Ansätze von roundabout 50 Milliarden, die auch gestiegen sind, nicht ausreichend gestiegen sind. Mehr war nicht drin, vielleicht vor dem Hintergrund, was wir jetzt erfahren, eher. Vielleicht ändern sich auch der Coup, so haben Sie es genannt, Scholz, Zeitenwende-Rede, 100 Milliarden. Ich habe gesehen, also die Stimmung im Bundestag war schon, Sie haben es vielleicht am Fernsehen auch mitbekommen, aber innerhalb der SPD-Koalition, da sind einigen Leuten die Kinnladen runtergefallen. Und Sie haben mitbekommen, die 100 Milliarden waren für die Ausrüstung der Bundeswehr, für die Ertüchtigung der Bundeswehr aufgerufen. Und es dauerte nicht lange, da wurde gesagt, das ist für auch sonstige friedensschaffende Maßnahmen, für Politik innerhalb des Landes, etwas, was für den Frieden gut ist, ist alles über 100 Milliarden. Das wurde da schon verwässert. Und wir haben dann als Opposition schon eine Reihe von Kriterien aufgelistet, die Voraussetzungen dafür waren, dass wir überhaupt diesem Etat zugestimmt haben. Sie sagen zu Recht, reicht nicht. Ich ärgere mich auch, der neue Haushaltsplan sieht wiederum 50,2 statt 50,4 Milliarden vor und ein bisschen was aus diesem sogenannten Sondervermögen. Das ist nicht ausreichend und das werden wir sicher auch jetzt in Haushaltsdebatte diskutieren oder mahnen. Sie sagen, Sie waren vielleicht zu zahm als Opposition. Wir waren vielleicht nicht in dem Sinne erfolgreich, wie Sie sich das und wir uns das vielleicht oder ich mir das auch jetzt gewünscht hätte. Aber dass wir nichts getan hätten, das weise ich schon zurück. Sie haben ja noch Zeit, Sie können sich ja warm laufen jetzt. Die jetzige Ampel ablösen, meinen Sie? An uns liegt. Aber die Frage war ja auch 100 Milliarden, das war am Anfang eine riesige Summe. Das heißt, und da stimmen Sie zu, das ist eben halt nur allenfalls ein Anfang. Ja, und ich glaube, Herr Scholz, das ist meine Mutmaßung, hat diese 100 Milliarden als zusätzlich zu einem 2%-Ansatz. Der 2%-Ansatz wäre 70 Milliarden statt 50 Milliarden, zusätzlich 100 Milliarden, um das nachzuholen, was versäumt worden ist. Und jetzt behaupte ich mal, es ist in der Ampel eingesammelt worden. So, und da sollte noch mehr eingesammelt worden, das haben wir verhindert, mehr nicht. Wir sind jetzt schon, ja bitte. Ja. Ich hätte noch eine Frage zum Thema Opposition. In dieser ganz besonderen Situation, in der wir uns ja nach vielen Jahrzehnten erstmals wieder befinden, wie sehen Sie da Ihre Rolle in der Opposition? Opposition ist Mist, sagen die einen. Die anderen sagen, Opposition ist entspannter. Da kannst du draufhauen, da kannst du fordern. Die Regierung ist eher Spielverderber, weil sie erklären muss, was geht, was alles nicht geht. Aber Opposition kann sagen, das macht ihr nicht richtig, das ist zu wenig, das ist unzureichend. Dazu muss man sich aber in diese Rolle hineinfinden. Jetzt sage ich mal selbstkritisch, da haben wir als Union ein bisschen gebraucht. Weil man immer noch sagt, ja, aber eigentlich, wir sind doch auch verantwortlich, wir haben die 16er Jahre ja auch einiges auf den Weg gebracht, was jetzt abgewickelt oder fortgesetzt wird, haben dann, glaube ich, schon in die Oppositionsrolle gefunden, insofern, dass wir durch Anträge, durch Anfragen, durch Debattenbeiträge, wie ich das eben gesagt habe, auch die Koalition, die Regierung zu Entscheidungen, zum Handeln gedrängt, genötigt, gezwungen. Eine Schwierigkeit, die sich jetzt ergibt in der Krisenzeit, ist diejenige, dass ich jetzt nicht einmal in der letzten Woche, sondern mehrmals von Bürgerinnen und Bürgern gehört habe, Achtung, ihr seid Opposition, aber ihr müsst immer noch darauf achten, wenn eine Ampel, eine Koalition schwach ist, dass es am Ende nicht zum Nachteil des Landes und so wesentlicher Fragen wird. Also Opposition heißt nicht, ohne Verantwortung zu sein. Das ist so eine bisschen schwierige Rolle. Ich nehme an, dass auch das der Hintergrund Ihrer Frage ist. Also müssen wir sehr deutlich und sehr nachdrücklich sagen, wenn wir überzeugt sind, dass dir an der Stelle die Ampel nicht das macht, was notwendig ist. Und das machen wir deutlich. Und wir werden auch zu energiepolitischen Entscheidungen uns sehr deutlich positionieren. Es passiert in einer Krisensituation
in der es nicht nur darum geht, ob der Steuersatz 1,2 oder 1,3 ist, sondern hier geht es darum, werden Waffen geliefert, werden nicht Waffen geliefert, kommt es zu einer Rationierung von Strom oder Gas oder kommt es dazu nicht. Oder auch, was wir mit Corona lange erlebt haben, ein heftiger Streit, aber dann muss es eine Entscheidung geben, die dann auch von der Politik insgesamt mitgetragen wird. Diese Oppositionsrolle ist leichter in Zeiten, wo es keine so tiefgreifenden Krisen gibt. Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, Sie stehen auch in so einem Zwiespalt von natürlich vorantreiben, kritisieren müssen, aber am Ende eben auch bei den richtig großen, wichtigen Entscheidungen einen breiten Konsens mittragen zu wollen. Es gibt bestimmte Entscheidungen, wir haben die 100 Milliarden genannt, die Entscheidung hätte nicht getroffen werden können, wenn nicht auch die Opposition mitgestimmt hätte. Das haben wir mitgestimmt. Wir haben nicht gesagt, wir verweigern die Zustimmung, weil das und das uns noch nicht passt, dann wäre die Entscheidung überhaupt nicht getroffen worden, sondern wir haben sie am Ende dann ja mitgetragen mit unseren Stimmen, weil die Mehrheit das erforderte. Ich habe jetzt zwei zumindest Finger gesehen, die gezuckt haben. Herr Hens. Sie haben es eigentlich schon gesagt. Ich finde, die Rolle der Opposition ist in der Tat jetzt eine ganz besondere. Ich sag mal, A, reinfinden, B, sicherlich rückblickend schauen, was haben wir vielleicht nicht richtig gemacht. Und was Sie eben gesagt haben, das halte ich für ganz wichtig, wir haben eine besondere Situation. Es ist ja oft sicherlich Gemeinschaftlichkeit gefragt. Wie jetzt bei dem Verteidigungsthema. Ne? Entschuldigung, was war das Letzte? Gemeinschaftlichkeit. Es ist gemeinschaftlich gefallen. Also das ist etwas, ich glaube, das muss nicht nur Politik praktizieren, das sollte auch die debattierende Bevölkerung praktizieren, dass man sagt, wir müssen jetzt streiten, aber richtig auch deutlich und sagen, das reicht nicht oder das muss her. Und dass man dann, wenn eine Entscheidung getroffen ist, dann nicht weiter nachhaken, nachkarten und demoralisieren oder entzweien, sondern dann sagen, so jetzt müssen wir es machen, weil es alles andere wäre zum Schaden des Landes. Und das ist etwas, was einer Opposition auch auf die Füße fällt. Und das merken Menschen, wenn man sagt, jetzt habt ihr vielleicht nicht genug gehakt, aber jetzt gibt es eine Entscheidung, die ist jetzt wichtig, jetzt müssen wir uns um die Umsetzung kümmern und die könnt ihr begleiten, aber jetzt fangt nicht an weiter oder begleitet nicht weiter die Grundsatzdebatte mit eurer nachkartenden Kritik. Sehen Sie in der Bevölkerung diesen Grundkonsens oder sehen Sie ihn in Gefahr? Ich habe ja gerade gesagt, ich glaube, dass aus der Bevölkerung schon wahrgenommen wird, dass wir heftig streiten sollen, aber wenn, dann aber auch am Ende bei der Umsetzung helfen und nicht nachkarten. Das glaube ich schon. Ja. Was die Bereitschaft angeht, dann Entscheidungen, die auch unangenehm sind, zu tragen, das ist ja nochmal die nächste Dimension. Und da bin ich schon gespannt. Und ich habe es eben kurz angedeutet, ich habe viele Zuschriften bekommen, ab, ich sag mal Februar, März, April, als es um die Ukraine ging und die Frage, welche Sanktionen wir versuchen, gegen Russland durchzusetzen, wo Leute gesagt haben, ich dusche kalt, also so bildlich gesprochen, von mir aus sofort Abnahmestopp, Importstopp von Gas. Also eine große Bereitschaft, auf alles Mögliche zu verzichten, vielleicht noch nicht wissen, was das alles bedeutet. So, und jetzt kommen wir vielleicht in einen, ich habe eben gesagt, möglicherweise kalten Winter, möglicherweise reichen die Gasvorräte nicht. Sind wir dann bereit, die Entscheidung, die wir getroffen haben, oder das, was uns widerfahren ist, weil Putin gesagt hat, ich mache den Hahn zu, dass wir das auch gemeinsam tragen und trotzdem solidarisch bleiben. Das finde ich schon spannend. Ich hoffe, dass das der Fall ist. Aber da zeigt sich dann, wie stark oder solidarisch wir sind. Das ist dann gemeinsam auch langsamer fahren, weniger duschen, nicht so deutlich heizen, auch nicht zu klagen, wenn Freibad oder Hallenbad geschlossen wird, zu sagen, das gehört mit dazu. Ich glaube, dass wir die Gemeinschaft und dass wir das schaffen. Herr Schenke, bitte. Das darf ich so sagen. Ich möchte einen Satz unterstützen, dass diese gemeinschaftliche Umsetzungsmentalität oder Haltung sich auch auf andere große, aber keine kriegerischen Themen beziehen kann in Zukunft. Mhm. Es sind große Probleme zu lösen und dass das dann vielleicht in ähnlicher gemeinschaftlicher Weise schneller geht mit der Umsetzung. Ja, genau. Das ist die Hoffnung. Das setzt dann voraus, dass jemand, der von einer Maßnahme negativ betroffen ist, das zu akzeptieren bereit ist, mit Verweis darauf, dass andere dafür andere Einschränkungen in Kauf nehmen müssen und dass dann in der Summe das erreicht wird, was wir wollen. Das müssen wir, ein bisschen müssen wir das noch lernen. Wir sind jetzt ja schon
hineingeraten, eben halt in diese Folgendiskussion, ja, beziehungsweise in die zweite Runde der, der Ukraine-Folgen. Wir wissen nicht, was im Winter kommt. Wir merken aber jetzt, oder wir ahnen eben halt die Belastungen, die kommen. Und ja, mit den Gaspreisen ist das ja schon ziemlich konkret geworden. Vielleicht machen wir an dem Punkt jetzt weiter. Ich weiß nicht, ob Ihre Frage dazu passt. Ja, zur Energie schon. Wir haben ja in den letzten Jahren viele Entscheidungen der Regierung miterlebt, die jetzt sich auswirken. Kernkraft Ende 2022. Wir sehen aber auch, dass da jetzt wenigstens übergangsweise schon mal diskutiert wird, selbst auf der grünen Seite. Und das hatten Sie ja anfangs schon angesprochen, wie Ihre Meinung dazu ist. Ich wollte das Thema Fracking ansprechen. Mhm. Fracking ist in Deutschland verboten, mhm, seit vielen Jahren. Andererseits wird im Augenblick daran gearbeitet, Flüssiggas aus Amerika zu holen. Und wer weiß, wie das dort produziert wird, der weiß auch, dass das Fracking da eine ganz große Rolle spielt. Aus der Presse wird berichtet, dass es in Deutschland Gasmengen gäbe, die fast zur Vollversorgung führen würde, wenn man sie in Deutschland per Fracking abbauen könnte. Meine Meinung ist, wie stehen Sie dazu, diesen damaligen Beschluss wieder zu revidieren? Wenn ich das auch kurz zusammenfassen, vielleicht noch ein bisschen ausweiten darf, weil die Frage ist ja jetzt, wie gehen wir kurz- und mittelfristig mit der Energiekrise um, welche anderen zusätzlichen Energiequellen stehen zur Verfügung, zum Beispiel Fracking aus dem Ausland oder eben aus dem eigenen Land. Atomkraft vielleicht für den Übergang, Flüssiggasterminals. Wenn Sie das so ein bisschen einsortieren, also vielleicht bei Fracking anfangen, was ist aus Ihrer Perspektive jetzt eine gute Übergangsstrategie? Mhm. Vielleicht darf ich, Fracking ganz kurz vorher nochmal, weil Sie das ja in Ihrer Frage zunächst nochmal angesprochen haben, Atomkraft, Atomenergie, da gibt es eine Entscheidung aus 2011, die in einem, wo man ein bestimmtes Momentum genutzt hat. Es war nicht so, dass man plötzlich gesagt hat oder festgestellt hat, dass es eine Ablehnung gegen Atomenergie gegeben hat, sondern da hat sich etwas entwickelt und das war der Punkt, wo man gesagt hat, hoppla, so hoch sind die Risiken. Da gibt es eine Einschätzung, zumindest einen Konsens damals, dass es eben nach wie vor auch eine Risikotechnologie ist und das Risiko ist so stark bewertet worden, dass man entschieden hat, wir steigen aus der Atomenergie aus. Das war 2011 fortfolgende, da ist der Plan ausgearbeitet worden, deswegen 2022. Und wenn ich eben gesagt habe, es ist mir wichtig, dass ich das nochmal kurz erläutern darf, wenn ich eben gesagt habe, eine Verlängerung der Nutzung dieser, im Grunde geht es ja um 3 Atomkraftwerke, dann befristet, das jetzt als einen Einstieg durch die Hintertür auszunutzen, das halte ich für unangemessen. Das widerspricht dem, was das Ergebnis der Abwägungen war, die in den letzten Jahren getroffen worden sind. Jetzt in der Notsituation könnte ich mir vorstellen, eine befristete Verlängerung dieser 3 Betriebe. Meine Auffassung. So, das wäre ein, aber wiederum nur ganz geringer Beitrag zur Bewältigung dieses Engpasses. Das darf man nicht vergessen. Meine Sorge ist, dass wir uns sehr intensiv mit dieser Frage beschäftigen, die teilweise auch ideologisch führen, diese Debatte. Aber damit, ich sag mal, das Problem nicht lösen. Wir können einen kleinen Beitrag dazu leisten, aber das Problem nicht lösen. Jetzt komme ich zum Fracking. Ich bin jetzt kein Techniker. Ich habe mich auch erkundigt und auch die Debatte damals verfolgt. Und da war die Aussage ähnlich. Ja, wir wissen, genauso wie Kernenergie in anderen Ländern ja auch noch weiter gewonnen werden soll durch den Neubau von Kernkraftwerken, so gibt es andere Länder, die sich für das Fracking entschieden haben. Wir haben die Auffassung, dass das Fracking auch mit Risiken und Nachteilen verbunden ist, die wir nicht tragen wollen hier in der Bundesrepublik Deutschland. Und das ist eine Diskussion, die nach meiner Wahrnehmung über einen längeren Zeitraum zu dem Ergebnis geführt hat, kein Fracking in Deutschland. Dann ist es gefährlich, wenn man jetzt in einer angespannten Situation sagt, das gilt alles nicht mehr. Natürlich müssen wir noch mal kurz nachdenken, aber das jetzt mal eben kurz rückgängig zu machen, halte ich für eine Schwierigkeit. Und ich sage auch, es ist ein bisschen schwierig, weil wir die Energieversorgung ja in den Bundesländern unterschiedlich beobachten, dass in einem Bundesland sagt, oh, wir haben ein Problem, macht ihr doch Fracking. Schwierig. Also deswegen bin ich skeptisch, da jetzt auf Fracking einzusteigen. Auch wenn das Gas, das wir importieren, vielleicht aus Fracking-Prozessen kommt. Sie haben aber gesagt, was ist die Perspektive? Die Perspektive ist tatsächlich Gaslieferung, um das auszugleichen. Ich glaube, dass auch unter diesen Bedingungen es legitim ist, obwohl wir ja auch den Ausstieg aus der Kohle beschlossen haben, hier diesen
Prozess an dieser Stelle etwas zu verlangsamen. Trotzdem vermute ich, dass es am Ende einen Engpass gibt. Ich glaube, wir haben noch nicht ausgeschöpft die Möglichkeiten der Effizienzsteigerung und des Einsparens. Die haben wir noch nicht genutzt. Und da gibt es noch ein paar Prozent, die wir, glaube ich, noch mitnehmen können. Das heißt aber, dass Sie da im Prinzip den Kurs, den die Bundesregierung im Moment fährt, auch stützen? Oder gibt es da größere Differenzen? Genau, die Differenz gab es offensichtlich in der Einschätzung der vorübergehenden verlängerten Nutzung von Atomkraftwerken, weil diese Diskussion überhaupt nicht geführt worden ist. Und da nehme ich jetzt aber für die Opposition in Anspruch, dass wir gesagt haben, da muss man drüber nachdenken, geht das nicht, unter welchen Bedingungen geht das, geht ein Streckbetrieb, geht eine befristete, ich sage jetzt mal fünfjährige Weiternutzung dieser drei Atomkraftwerke in dieser Sondersituation, dem neige ich zu. Und jetzt höre ich, dass Herr Scholz heute zitiert wird, demnächst kommt die Entscheidung, ja, sage ich mal endlich, ja. Immerhin wird überhaupt darüber nachgedacht, selbst die Grünen haben gesagt, vielleicht Streckbetrieb, wobei nicht immer klar ist, ob alle das Gleiche meinen, wenn sie bestimmte Begriffe in der Diskussion verwenden. Das ist auch ein Teil der Strategie, aber erreicht haben wir auch als Opposition, dass dieser Bereich auch mitdiskutiert worden ist. Ja, Herr Hinz als nächstes und dann gehen wir rüber. Ja. Mhm. Ich versuche es jetzt wirklich kurz zu machen. Für mich sind ja das Thema Energiewende und Klimakrise sehr eng miteinander verknüpft, leider Gottes. Und wenn Sie mich jetzt fragen, ich halte die Energiewende im Moment, ja, ich will nicht sagen für gescheitert, aber nah dran. Ich muss jetzt ein bisschen zurückblenden, Herr Dr. Tebruke. Die eigentliche Einleitung der Energiewende liegt ja über 20 Jahre zurück. Da hat man damals schon gesagt, wir wollen raus. Es war rot-grün, es ist dann wieder zurückgeführt worden. Ja. Es lässt sich sicherlich nicht nachrechnen, was wäre gewesen, wenn man damals hätte es konsequent durchgeführt. Mir hat in dieser gesamten Diskussion immer gefehlt, aus der Atomkraft, Braunkohle zurück und so weiter, wie kriegen wir denn unseren Energiehunger überhaupt gestillt? Denn der Energiebedarf ist ja gestiegen, ist ja nicht gesunken. Ehrlich gesagt, diese Diskussion ist für meine Begriffe nie so richtig offen oder sagen wir besser transparent geführt worden. Zum Schluss, bei mir macht sich Endzeitstimmung breit, wenn Sie mich fragen. Gut, was fragen Sie, Herrn Tebruke? Ja, was frage ich Herrn Tebruke in der Tat? Also mit welchen Mitteln und Maßnahmen wollen Sie das Thema Energiewende hinbekommen bzw. unterstützen? Und wie kriegen wir das mit dem Klima geregelt? Ich meine, wir sehen jetzt, wir haben Temperaturen über 30 Grad. Wir kriegen langsam hier Probleme mit dem Wasser. Ja. Mir fehlt auch da eine Planung, eine Art Wassermanagement. Es ist nichts in Sicht. Und. Also ich sehe hier tatsächlich starken politischen Handlungsbedarf. Also auch hier nochmal die kurze Zusammenfassung über den kurz- und mittelfristigen Bereich Energiekrise hinaus. Wie weit überlagert diese Energiekrise jetzt den Klima? Wende, schiebt es sie womöglich an oder eben halt, wie jetzt Herr Hinz sagt, oder befürchtet, bringt uns das völlig aus dem Gleichs auf dem Weg, den wir eigentlich gewesen wären. Wie geht es weiter und wie sollte es weitergehen? Ja, also die Strategie ist die, auf Erneuerbare zu setzen und auf Gas als Brückentechnologie. Das wäre der Ausgangspunkt unter der Maßgabe oder der Voraussetzung, dass wir günstig Gas aus Russland bekommen. Der Hoffnung, dass der Ausbau der Regenerativen schnell genug passiert, wir dann die anderen Quellen versiegen lassen können. Ich stimme Ihnen zu, dass die Debatte nicht, wie soll ich sagen, nicht ehrlich war in dem Sinne. Ja, aber auch, dass man ganz offen gesagt hat, wir haben bei der Atomenergie haben wir das Problem der Endlagersuche, wir haben immer noch keine zufriedenstellenden Lösungen und der Hinweis darauf, es gibt Technologien, mit denen das irgendwann mal kein Problem sein wird, sind aktuell nicht verfügbar. Also haben wir gesagt, die Nutzung von Atomenergie hat einen Preis, den wir zahlen müssen. Wir haben auch bei der Notwendigkeit der Kapazitäten regenerativer Energien nicht offen immer gesagt, wie viele Windkraftanlagen brauchen wir eigentlich, um unseren, Sie haben gesagt, Energiehunger zu stillen. Das haben wir nicht gesagt. Das wird schon irgendwie klappen, ein bisschen Gas zwischendurch und dann klappt das schon. Das ist schon auch irgendwie so im Sinne von, das Problem ist nicht so groß, wir lassen es mal auf uns zukommen. Bin ich bei Ihnen. Und ich glaube, dass
dass diese aktuelle Krise dazu beiträgt, dass wir uns bewusst sind, dass wir die Kapazitäten stärker und schneller ausbauen müssen und dass wir dazu bereit sind, auch Preise zahlen zu müssen. Und die heißen, da flattert eine Anlage vor mir. Das haben wir bisher immer ausgeklammert. Das kommt schon von irgendwo her, aber du brauchst nie auf eine Windkraftanlage zu schauen und nie auf eine spiegelnde Photovoltaikfläche. Da haben wir uns das so einfach gemacht. Das ist jetzt brutal zutage getreten. Es führt zu einer ehrlicheren Auseinandersetzung damit, was die Preise sind für Energie in den verschiedenen Quellen. Wir haben den Ansatz gewählt, wir haben einen Energiehunger und den müssen wir stillen. Die Frage ist, haben wir genügend überlegt, ob es auch andere Möglichkeiten gibt, quasi weniger Energiehunger zu haben und dann dieser Gap auf andere Art und Weise kleiner wird. Aber ich glaube, wir müssen da zugestehen, Politik und Gesellschaft haben bestimmte, ich sage mal, Preisschilder nicht sehen wollen. Mit allem, mit jeder Entscheidung ist immer auch ein Preis verbunden und den wollten wir nicht sehen. Das klappt schon irgendwie. Solange der Preis auf die Allgemeinheit abgeschoben wird. Auch das oder auf die Zukunft. Auf die Zukunft vor allen Dingen. Ja. Aber an dem Punkt würde ich gerne mal, also ist es nicht eben halt auch jetzt der Punkt weniger Energie, also Energiesparsamkeit, dass das jetzt doch auch tatsächlich zum ersten Mal wirklich irgendwie durchschlägt. Also ich weiß nicht, ob es durchschlägt, aber zumindest zum ersten Mal wirklich richtig zum großen Thema geworden ist, aus dem Zwang heraus Gas und auch Strom zu sparen, klar. Aber auch vielleicht mit dem Bewusstseinswandel, ja, wir müssen ja nicht unbedingt die Kapazitäten ausbauen, wir könnten ja auch mit weniger auskommen. Ist das ein kurzfristiges Strohfeuer oder kann da mehr raus werden? War das in den 70er Jahren, da hatten wir auch mal autofreie Sonntage, da hatten wir auch mal eine... Da gab es ja auch eine gewisse Krise, ja. Ja, da war auch eine Energiekrise und da hieß es ja, dann fahren wir mal Sonntag nicht mit dem Auto oder so, sondern nur mit dem Fahrrad über die Autobahn. Ich kann mich da schon noch als Kind so ein bisschen dran erinnern. Aber man ist dann auch schnell vergesslich und sagt, ja. Läuft. Ja, Gashahn, es ist immer warm. Ich halte es für gefährlich zu sagen, wir müssen Energie sparen, wenn man nicht auch gleichzeitig sich bewusst ist, dass wir nicht nur den Komfort reduzieren, sondern dass wir damit auch Produktionskapazitäten einschränken. Das heißt, bestimmte Produktion braucht Energie. Wir wollen nicht eine reine Dienstleistungswirtschaft sein, wie das andere Nachbarländer, nehmen wir mal Großbritannien oder so, geworden sind, sondern wir wollen hier auch noch Produktion, Industrie am Standort haben. Da sind wir auf Energie angewendet. Vielleicht hatten wir nicht genügend Druck, die Technologie so zu entwickeln, dass wir mit weniger Energie ausgekommen sind. Es gab immer schon die Ansätze, auch mit Wasserstoff zu agieren, wo wir gesagt haben, das ist uns zu teuer, das machen wir dann, wenn es nicht mehr anders geht. Daraus ergibt sich eine Ergänzung der Perspektive Wasserstoff, aber es gibt mehr Druck. Wir werden kurzfristig versuchen müssen, Ersatz zu beschaffen. Aber wir werden im privaten Bereich den Energieverbrauch reduzieren und dann perspektivisch einen Umbau erreichen müssen. Ich habe kein anderes Angebot. Ich würde jetzt einmal hier rüberschwenken. Ich glaube, Sie waren zuerst, ja? Entschuldigung. Ja. Ich finde das jetzt hier nicht. Ich kriege also täglich den Newsletter vom Energiemagazin vor circa einer Woche. War ein Beitrag, dass also auf der Energieverbrauch, der durch Gas bei uns erzeugt wird, knapp unter 800 Terawatt pro Jahr ist. Wenn diese drei Kernkraftwerke, die jetzt noch eingeschaltet sind, weiterlaufen, die leisten nur 1% davon. 1%, wenn sie volle Pulle, ohne Störungen, ohne Kühlwasserabschaltungen jetzt bei den Temperaturen weiterlaufen. Wenn nur ein Kernkraftwerk läuft und die anderen zwei brauchen neue Kernstäbe, beziehungsweise ein Kernkraftwerk wird wegen fehlendem Kühlwasser abgeschaltet, dann ist die Gaseinsparung reduziert sich auf 0,4% des Gasverbrauchs. So, und das ist einfach definitiv unverantwortlich, wegen 1% diese gefährliche Technologie weiterzutreiben. Es ist einfach, das sage ich Ihnen als Bauingenieur, das ist einfach irre, völlig irre. Es geht nochmal um die Frage des Streckbetriebs zur Verlängerung der Atomkraftwerke. Wir hatten es vorhin schon mal, Sie haben, wenn ich Sie richtig verstanden habe, vorhin aber dafür gesagt, das ist eine vernünftige Option, die wir jetzt zumindest kurzfristig nutzen sollten. Genau, auf jeden Fall befristet ist. Ich halte es für einen Fehler, jetzt an dieser Stelle
die aktuelle Situation zu nutzen, um die Energiepolitik dahingehend zu verändern, dass Kernkraftwerke wieder Teil desselben werden. Zumindest die Technologie, die ich kenne, wird auf Dauer dazu keinen wesentlichen Beitrag leisten sollen. Die Frage ist nur, ob in der Übergangszeit, ob dadurch ein Beitrag zur Entspannung erreicht werden kann. Der ist nicht groß, aber daran erkennt man, dass dahinter eigentlich eine eher ideologische Debatte steht. Entweder eine ideologische oder eine perspektivische. Wie stelle ich mir die Energieversorgung der Zukunft vor? Und es gibt viele Zuschriften und Diskussionsbeiträge auch hier aus dem Kreis, die mir zugetragen werden, die mir das Gegenteil vortragen, nämlich es sei fahrlässig, nicht auf die Kernenergie zu setzen. 1%. Nein, aber perspektivisch auf die Kernenergie zu setzen, nicht nur jetzt, sondern in der Perspektive wieder neue Kernkraftwerke zu errichten, alte wieder in Betrieb zu nehmen, um darüber die Energieversorgung zu setzen. Aber das ist eine Debatte, die ist sehr grundsätzlich zu führen, sehr gründlich zu führen, und es ist nicht legitim, sie mal eben kurz durch die Hintertür jetzt abzuwickeln oder abarbeiten zu lassen. Das wird ja auch im Moment in der zweiten oder dritten Runde ja nochmal geprüft. Gehen Sie davon aus, dass das am Ende politisch oder wird das sachlich entschieden? Oder eine Mischung von beiden? Das Schlimme ist, dass die Entscheidung eben auch politisch entschieden wird. Die Zuspitzung führt dazu, dass am Ende einer Verlierer der politischen Debatte ist. Und das ist nicht gut. Ja, wenn es nur, ich sage jetzt mal wirklich nur um die Streckbetrieb, das heißt ja eben nicht so viel, sondern über einen längeren Zeitraum. Und selbst wenn es nur um einen ergänzenden Betrieb von 1, 2, 3, 4, 5 Jahren geht, dann ist das noch was anderes, als wenn es auf eine lange Perspektive ist. Und es ist nicht gut, wenn über die Frage, wie wir an dieser Stelle entscheiden, wenn da maßgeblich ist, wer sich wozu positioniert hat und der dann sagt, eigentlich bin ich der Auffassung, wir könnten 5 Jahre noch machen, aber ich habe mich an einer Stelle schon mal so weit aus dem Fenster gehängt, dass ich jetzt das nicht machen kann, sonst habe ich politisch verloren. Das sind so grundsätzliche Fragen, darüber haben wir eben schon gesprochen, das sind so grundsätzliche Fragen, da muss es möglich sein, nach einer intensiven Debatte auch zu sagen, wir wählen den Weg, den ich jetzt als den richtigen eingesehen habe, auch wenn ich mich politisch auf einer anderen Seite schon mal geäußert habe. Ja. Wir machen Herrn Karich weiter, dann Frau Patuch, kurz und knapp. Sie haben sich gerade nochmal sehr für ehrliche Diskussionen, ehrliche Gespräche eingesetzt. Ein Thema, was ähnlich ideologisch besetzt ist, auch die Thema der Globalisierung und Deglobalisierung. Die Globalisierung ist in der öffentlichen Meinung sehr oft kontaminiert dadurch, dass gemeint wird, dass sie Armut erzeugt und so weiter. Pardon, ich habe nicht akustisch gesagt. Dass die Armut erzeugt, viele Ungerechtigkeiten erzeugt und Arbeitslosigkeit erzeugt. Ja. Und es wird überhaupt nicht darauf hingewiesen, dass die Globalisierung der letzten Jahrzehnte der wesentliche Beitrag dazu war, dass wir praktisch keine Inflation hatten. Dass wir hier unseren Reichtum und unseren Wohlstand mehren konnten und keine Inflation hatten. Jetzt hat uns Corona und auch die letzten Krisen haben uns gezeigt, dass die Globalisierung auch eine andere Seiten hat. Und wenn wir Richtung China gucken, Auseinandersetzung mit Taiwan als Parallelbeispiel, Ukraine, wenn wir Indien sehen als Monopolist der Arzneimittelherstellung, und wie sehen Sie das, wie kriegen wir das in den Griff, dass wir das im Grunde zu unserem Wohl der Allgemeinen oder überhaupt perspektivisch auf die Reihe bekommen und nicht nur ideologisch diskutieren. Ja. Darf ich das kurz nochmal, Sie machen jetzt einen harten Themenschwenk, gehört sicherlich auch zu dem ganzen Spektrum dazu. Ich würde es gerne noch einmal kurz zurückstellen, um zu fragen, ob jetzt zum Thema Klima, Energie, Ukraine, ich glaube, da waren noch ein, zwei Fragen offen und wir kommen gleich darauf zurück. Ich wollte noch einmal zum Thema Tempolimit fragen. Sie haben ja vorhin schon, habe ich mir so gemerkt, gesagt, 130 maximal halt. Ich weiß, dass das Tempolimit nicht unendlich viel bringt in dieser ganzen Energiediskussion, aber wäre halt eben auch ein gewisser Beitrag. Und ich meine zum Beispiel die Holland, der Herr Rutte ist ja auch eher konservativ, die haben sich ja zu 100 direkt entschlossen. Ich kann mich noch gut erinnern, dass er gesagt hat, das ist Mist, aber es bleibt uns nichts anderes. Da würde mich jetzt interessieren, sagen Sie jetzt als Opposition, wir sollen das mittragen, Tempolimit? Ich sage, darf ich meine Position? Ja, weil als Opposition, das heißt, müssen wir erst nochmal eine Debatte in der Fraktion führen. Ja, aber also ich sage, ich war gegen ein verpflichtendes Tempolimit von 130. Ich habe gerade gesagt, war. Und zwar deswegen, weil ich glaube, es muss möglich sein, wenn der Einzelne einsichtig ist, zu sagen, ich fahre jetzt nur 130 und lass es zu, dass jemand anders glaubt, er fährt jetzt 150 und dafür spart er Energie an einer anderen Stelle. Ich habe die Debatte mit Schülerklassen geführt, das war irre. Das war
selbstverständlich müssen wir das machen, das ist total wichtig. Dann sage ich, fangt doch an, könnt ihr freiwillig machen, ja, aber dann sehe ich, der andere fährt 150, dann mache ich es auch nicht. Genau das ist die falsche Einstellung. Deswegen habe ich gesagt, ich möchte nicht, ich mache gerne ein Schild drauf, freiwillig 130 und ich fahre auch nicht viel schneller, wenn ich überhaupt so schnell fahre. Nicht viel. Ja, aber mach es freiwillig, mach es freiwillig. Deswegen habe ich gesagt, ich bin gegen ein Tempo, kein fixes Tempolimit. Es gibt einen Punkt und das ist das, wir brauchen viel mehr deutliche Signale aktuell, dass wir Energie sparen müssen, dass wir CO2-Emissionen vermeiden müssen. Und das sind dann manchmal nur Symbole, ja? Aber deswegen habe ich mit Schmunzeln vom kalten Duschen gesprochen. Ja, das wird am Ende auch die Welt nicht retten, aber es ist ein Beispiel. Ich dusche kalt und sage, ach ja, ich muss auf Energie einsparen. 130, ach ja, genau. Ist auch gut für die Nerven, 130. Ach ja, ich fahre 130, weil insofern könnte ich mir in dieser Situation vorstellen, jetzt erlauben Sie, dass ich sage, befristet, 130 km/h als Obergrenze zu definieren. 100 glaube ich deswegen nicht so günstig, weil da überstrapazieren wir. Deswegen lassen Sie mal 130 mit dieser Begründung. 130, aber eben tatsächlich nur befristet. Also wenn wir aus dem Schlamassel raus sind, so wieder freie Fahrt für. Wenn wir aus dem Schlamassel, vielleicht sagen wir auch am Ende, ach weißt du, so schlimm ist das ja gar nicht. Kann sein. Aber lassen Sie uns das befristet machen. Ich glaube, das ist ein Signal, das an dieser Stelle durchaus wahrgenommen wird. Ist komisch, aber ich glaube, solche Symbole brauchen wir. Deswegen wäre ich jetzt einverstanden, wenn wir 130 km/h für alle befristet machen. Wenn wir bei dem Thema bleiben, ja. Ergänzung machen aus eigener Erfahrung. Wir waren jetzt an der Nordsee und ich habe die Autobahn 31 mal benutzt, um auszuprobieren, wie wirkt sich 100 aus. Ich bin also mit dem Tempomat von Oberhausen bis Emden 100 gefahren. Und zu meiner Verblüffung fuhren hinter mir andere auch 100. Ich war also durchaus nicht der Einzige, der das machte. Natürlich gab es Autos, die fuhren schneller vorbei und es war ja frei, jeder konnte überholen. Ergebnis, statt 7,5, wie ich sonst auf der Strecke hatte, habe ich 4,9 verbraucht. Also genau. Es lohnt sich. Aber ich weiß, dass das natürlich für andere, wenn die da so jemand sehen, der nur 100 fährt, auch nicht unbedingt erfreulich ist. Wenn die Autobahn voll ist, da war sie da geht es nicht. Da kann wir das konnten wunderbar rechts fahren und wurden links überholt. Aber ist das nicht super? Also die super, Sie haben jetzt, ich sag mal, wenn man das Gesamtbudget sieht, haben Sie Energie eingespart und weniger CO2. Das ist ein super Beitrag. Und wenn der andere 150 gefahren ist, aber Sie haben ja schon mal einen Beitrag geleistet. Ja. Bitte, naja, aber wir versuchen jetzt weiter ein Thema zum Nennen. Ist schon richtig gut. Also ich würde gerne jetzt das Thema Klima, Energie weitestgehend abschließen. Wenn es nicht wirklich konkret dazu eine große Frage gibt, dann kommen wir zum nächsten großen Block, Globalisierung und vielleicht auch Wirtschaftsfragen insgesamt. Einverstanden? Die Globalisierung hatten Sie angesprochen, einer der Bereiche, die jetzt eben auch durch die neuen Erkenntnisse kann man gar nicht sagen, die Erkenntnisse sind ja nicht neu, aber durch den Bewusstseinswandel oder das, was wir wachgerüttelt worden sind, nochmal ganz neu angeschaut werden muss. Und dann ist ja nicht nur Russland ein Thema, dann ist ja auch China ein großes Thema, gerade in den letzten paar Tagen ja nochmal geworden, das Bewusstsein. Gibt es auch dort oder muss es auch dort eine Zeitenwende geben, wie sich Deutschland in der Welt, in der Globalisierung positioniert? Ja. Ja, glaube ich schon. Wobei ich deutlich machen möchte, ich bin kein Globalisierungsgegner. Ich greife das auf, was Sie gesagt haben. Der menschliche Fortschritt oder der wirtschaftliche Fortschritt, wenn Sie wollen, der technologische Fortschritt resultiert aus Kooperation. Jeder kann für sich auf dem Baum bleiben und sagen, gucken, dass ich autark bleibe. Vielleicht fällt mir da mal eine Frucht irgendwie in den Schoß. Nein, unser Fortschritt resultiert daraus, dass wir die Arbeit geteilt haben. Der eine konnte das besser, der andere jenes. Dann hat der eine hier eine Erfindung, der teilt das dem anderen mit. Daraus resultiert Wohlstand und Fortschritt. So, und das im Kleinen, in immer Größeren. Und wenn die Welt ein Dorf ist, dann ist es eigentlich irrational, warum ich nicht mit einem Chinesen kooperiere, der eine gute Idee hat, der die Aufgaben aus deren Kooperation die Aufgabenverteilung eben dazu führt, dass wir beide mehr haben. Warum soll das nicht gemacht werden? Ich halte das für sinnvoll. Ich halte es auch für notwendig, wenn wir uns weiterentwickeln wollen. Es gibt welche, die sagen, wieso, reicht doch, uns geht es doch gut, mehr Fortschritt brauchen wir nicht. Ich bin anderer Auffassung, es geht immer noch ein bisschen besser, vielleicht auch ein bisschen klimaschonender, also lass uns weiter zusammenarbeiten. Jetzt gibt es die Auswüchse, wir verkürzen das ja, das eine ist Ausbeutung, wenn die Kooperation darin besteht, dass der eine keinen Vorteil realisiert, dass man ihm, ich sag mal, die Rohstoffe aus dem Land wegklaut, das sage ich jetzt mal so deutlich,
um einen eigenen Vorteil zu realisieren, den anderen an der Kooperation nicht partizipieren lässt, dann ist das ein negativer Auswuchs von Kooperation. Diese Kooperation, in dem Fall jetzt der globalen Kooperation, halte ich für unzulässig. Der zweite Punkt ist, wenn man ehrlich ist, Globalisierung oder Kooperation, Arbeitsteilung kann auch riskant und eigentlich irrational werden, in dem Moment, wo man sich bei der Kooperation auf einen Kooperationspartner konzentriert. Wenn man sagt, Sie machen dann wunderbar Tabletten, machen Sie alle Tabletten für die ganze Welt und wir beziehen alle von Ihnen, dann habe ich daraus eine Abhängigkeit reduziert. Das würde ich in anderen Geschäftsbereichen auch nicht machen, sondern die Quellen diversifizieren, die Kunden diversifizieren, damit man nicht abhängig ist von einem einzelnen Kooperationspartner. Darauf haben wir uns eingelassen. Wir haben gesagt, aber wenn nur in Indien und in, ich weiß nicht, Penicillin oder irgendwas hergestellt wird, dann ist er maximal günstig. Darauf haben wir uns eingelassen, haben diese Dividende kassiert. Jetzt schlägt das Risiko zu, das ist bei den Halbleitern so. Also das ist ein Fehler, das war keine geschickte Kooperation. Und das werden wir ändern. Und das Dritte vielleicht, was ich als Problem im Zuge der Globalisierung aufrufen möchte, ist, dass wir uns immer damit befasst haben, können wir mit jedem kooperieren, egal zum Beispiel, wie korrupt er ist, wie weit von unseren Werten der Staat ist, müssen wir da die Kooperation einschränken. Das ist eine ganz schwierige Frage. Sie merken das. Plötzlich haben wir Energiemangel, dann geht der grüne Umweltminister, reist in den Katar und sagt, haben wir noch ein bisschen Öl für uns. Ja, wir haben an anderer Stelle gesagt, das mit der WM ist aber schwierig in Katar, da fallen ja die Leute vom Dach. Ich bin jetzt mal ein bisschen böse. Ja? Da sind wir ein bisschen Inkonsequenz, und Sie haben ja gerade gesagt, sind wir vielleicht auch nicht ganz ehrlich. Darüber müssen wir reden, wollen wir mit China Geschäfte machen, wenn in China mit den Menschen in einer Art und Weise umgegangen wird, wie wir das nicht akzeptieren. Müssen wir darüber diskutieren. Können wir auch akzeptieren, dass es da eine andere Staatsordnung gibt als bei uns? Oder dürfen wir nur mit solchen machen, die es genauso handhaben in ihrem Wertekontext, wie wir das machen? So, jetzt aber nehme ich den zweiten Punkt, der alleine mit dem werden wir uns jetzt auseinandersetzen, weil wir festgestellt haben, wir haben uns bei der Gaslieferung auf Russland verlassen, weil es so günstig war, haben wir noch mehr in Russland gekauft, noch mehr in Russland und haben damit eine Abhängigkeit riskiert. Sie haben Abhängigkeiten zu China gerade zitiert, ich zitiere zu Indien. Und da werden wir sagen, okay, dann lieber etwas mehr für Penicillin zahlen, vielleicht ein bisschen mehr zahlen für Gas, aber eine geringere Abhängigkeit haben. Das wird uns verändern. Und diese andere, der dritte Punkt, mit wem dürfen wir eigentlich Geschäfte machen, das ist schon anstrengend. Da werden wir uns noch ein bisschen genauer Gedanken machen müssen. Das kostet doch alles Geld, ne? Geht nicht zum Nulltarif. Das ist auch genau wie bei der Energiepolitik, eine Deglobalisierung kostet Geld. Ja. Und wie gesagt, Das sagten Sie ja gerade, an etwas höheren Preis bezahlen. Das heißt einfach unterm Strich ein Wohlstandsverlust, ein weiterer Wohlstandsverlust. Richtig. Und der Wohlstandsverlust ist jetzt eingetreten. Der tritt in dem Moment ein, wo die Preise steigen, wo man eigentlich außerordentlich günstig Energie bezogen hat, aufgrund des Risikos, dass wir gegangen sind. Und jetzt stellen wir fest, jetzt kommen neue oder andere Preise und da merkt man, es geht uns in dem Moment nicht mehr so gut. Wir können für unser Geld nicht mehr so viel bezahlen. Das spitze ich jetzt gerade dramatisch zu, da wird es besonders deutlich, aber dahinter steckt die gleiche Struktur. Und wir haben auch da gesagt, Mensch, wird schon gut gehen. Das kriegen wir schon hin. Ja, da waren wir eben nicht offen und ehrlich. Ich glaube, das ist meine feste Überzeugung, dass man den Menschen viel mehr zumuten kann. Ich glaube, wir müssen auch mehr Mut haben, den Menschen zuzumuten, dass sie an der einen oder anderen Stelle eine Einschränkung akzeptieren, weil es perspektivisch einfach vernünftiger ist. Also sagen, wir zahlen jetzt ein bisschen mehr Gas, aber dafür haben wir nicht nur aus Russland welches bezogen. Ja, dass wir sagen, wir schränken uns in der Mobilität, müssen wir gleich vielleicht nochmal diskutieren, ein, aber das hat den Vorteil an der anderen Stelle. Das ist eine Zumutung. Aber im positiven Sinne, ich mute jemandem etwas zu, ich traue ihm das zu, dass er das hinkriegt. Und meine Auffassung, das ist das, was ich positiv finde. Und das knüpft so ein bisschen an das, was Sie gesagt haben. Was sind die Erwartungen der Menschen an jemanden, der in Opposition ist? Ich glaube, dass Menschen viel mehr
ertragen können an Ehrlichkeit, wenn sie nur wissen, dass sie sich dann darauf verlassen können. Dass sie sagen können, wenn ihr diese Strategie jetzt einschlagt, ihr habt euch lange darüber auseinandergesetzt, habt heftig gestritten, jetzt ist es so entschieden worden und es ist für das Land schlecht, wenn wir danach noch weiter Grundsatzdiskussionen führen. Jetzt führen wir das durch, dann sagen die, okay, ich weiß, dass alle an diesem Strang ziehen und dann bin ich auch dabei. Und ich glaube, dass das die Menschen machen, wenn sie nicht den Eindruck haben, jetzt musst du noch ein bisschen klagen, ein bisschen schieben, ein bisschen drücken, vielleicht kommst du wieder dran vorbei. Nein, wir müssen das gemeinsam machen. Ich glaube, das funktioniert und die aktuelle Situation wird uns das nochmal deutlich machen. Bitte schön. Ich möchte da vielleicht noch einen anderen Topf aufmachen. Es geht ja nicht nur darum, was die Politik jetzt vorschlägt, was die Politik will, sondern es geht ja auch im Prinzip darum, was die Ministerialbürokratie und die Verwaltungsbehörden daraus machen. Also nehmen wir mal beispielsweise dieses Beispiel, ja, Sie lächeln schon, dieses Beispiel pharmazeutische Industrie. Ja. Warum ist die pharmazeutische Industrie in Indien? Ja? Das hat ja ganz klare regulative Vorgaben. Arzneimittel müssen immer billiger werden. Zulassungsprozesse für GMP, feine Produktion, wurden immer verlängert. Wenn Sie heute eine neue Produktion hier in Deutschland aufbauen wollen, können Sie mal von Planungshorizonten von 10 bis 15 Jahren ausgehen, bis sowas funktioniert. Und dann haben wir jetzt natürlich die gesamte Wirkstoffproduktion nach Indien ausgelagert, holen den Wirkstoff hier zurück, konfektionieren noch und verkaufen es wieder. Also um das wieder zurückzuholen, und man muss sich mal überlegen, Deutschland war mal die Apotheke der Welt, ja. Reden wir über einen Zeithorizont von 15 Jahren. Das muss man natürlich auch mal dazu sagen. Das ist bei der Chipproduktion genau das Gleiche. Da geht es vielleicht ein bisschen schneller. Gut, da sind jetzt in Magdeburg die ersten Grundsteine gelegt worden. Da geht es vielleicht ein bisschen schneller. Aber diese Offenheit, dass sagen wir mal, die Verwaltungsstrukturen, Ministerialbürokratie, ja, die ja eigentlich die Detailarbeit machen, dass die sich da irgendwo auch mal ändern müssen und nicht mehr so weitermachen können, wie in den letzten 40 oder 50 Jahre, die ist irgendwie noch nicht angekommen. Da frage ich mich beispielsweise auch, wir haben ja ein Bundesamt für Risikobewertung, gut, die haben ein relativ enges Spektrum, das kann man aber ohne weiteres ausarbeiten. Warum machen die, wenn Kerntechnologien rausgegeben werden nach China oder Produktionstechnologien nach Indien oder maßgebliche Energieeinkäufe nach Russland, warum gibt es da keine Risikobewertung, warum wird das nicht veröffentlicht? Ja, ich meine, das ist doch transparent. Ja. Bevor Sie weitere Beispiele aufmachen, also die Frage ist ja im Prinzip, warum desavouiert oder boykottiert der Mittelbau, die Bürokratie, die gute Politik, die der Bundestag oder die Regierung macht? Verstehe ich das richtig und liegt das ja, eigentlich daran? Gesagt, ja. Oder ist es nicht auch, sind es nicht auch politische Entscheidungen gewesen? Ich glaube schon, dass... Gut, dann ist meine Frage, gebe ich weiter. Ja. Ist das so? Und ich meine, Sie wissen das ja selber, Sie waren in meinem Landgrab, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, habe ich auch noch gut in Erinnerung. Genau, ich habe da viel Erfahrung gemacht. Ich kann auch gerne daraus ein Beispiel zitieren. Wenn wir eben gesagt haben, ist es immer riskant, wenn man sich auf eine Bezugsquelle zum Beispiel konzentriert. Im Übrigen, das passiert nicht nur in der Politik, das passiert bei vielen Unternehmen. Schauen Sie in der Automobilindustrie, da wird immer weiter auf Kostensenkung geachtet und plötzlich haben Sie noch einen Zulieferer, der, keine Ahnung, Hutablagen machen kann. Und wenn der nicht mehr kann, ist plötzlich kein Auto mehr vom Band, fährt mehr vom Band, weil genau da haben wir das gleiche Problem. Wirtschaft, Politik. Menschen sagen, wir negieren das Risiko. Wenn wir sagen, eine Quelle ist zu wenig, muss es nicht die Konsequenz haben, wir holen alles wieder nach Hause, sondern wir müssen nur sicherstellen, dass es andere gesicherte Quellen, wenn dann in Finnland das gemacht wird, ist auch gut, Hauptsache wir haben den Draht dazu. Vielleicht machen wir es selbst. Und jetzt komme ich zu der Risikobewertung. Aber das ist auch nur mein Eindruck. Im Zweifel lassen die anderen machen, wenn da was daneben geht, dann haben wir da nichts mit zu tun. Ich weiß nicht, wie Sie das einschätzen. Können wir eigentlich mit Risiko umgehen? Wenn ich sage, wir haben jetzt ein Projekt und das wird mit 3%iger Wahrscheinlichkeit scheitern. Und da ist jemand, der soll das bewerten. Dann würde er sagen, ich bin dafür, weil die Wahrscheinlichkeit, dass es scheitert, ist nur 3% und die Erfolge mit einer Wahrscheinlichkeit von 97% sind attraktiv. Wenn aber das Projekt nicht scheitert, wie ist dann unsere Fehlerkultur? Meine Wahrnehmung ist, dass sie sagen, wer hat eigentlich die Risikobewertung vorgenommen? Das Ding ist doch gescheitert, weil es scheitert eben ganz oder gar nicht. Und da, das ist etwas, was ich auch als Landrat, auch als Bürgermeister erlebt habe, dass dann der Mittelbau sagt, bevor ich empfehle, 97:3 machen, und am Ende, wenn es gelingt, kommt keiner und sagt, hast du gut gemacht. Aber wenn es nicht gelingt, dann reißt man mir den Kopf ab
und ich muss an meine Familie denken. So ähnlich hat mir das jemand mal gesagt bei der Risikobewertung, da ging es um so ein Bauprojekt. Da habe ich gesagt, dann haben wir ein Problem, dass wir diesen Menschen nicht aus diesem Dilemma heraushelfen, dass wir sagen, wie sieht deine Risikobewertung aus? 3-97, du hast mit Wahrscheinlichkeiten argumentiert, auf dieses Risiko haben wir uns gemeinsam eingelassen, jetzt hat es geknallt. Aber das haben wir als, dieses Problem haben wir als Unternehmer jeden Tag, die müssen uns taktisch stellen. Richtig, und aber tragen auch Verantwortung. Und jetzt möchte ich gerne das, genau, und jetzt würde ich mir wünschen, dass das, was Sie unternehmerisch akzeptieren, nämlich ist daneben gegangen, dass wir das gesellschaftspolitisch auch machen. Dass wir sagen, lieber Mitarbeiter aus dem Mittelbau, du hast 97-3 sorgfältig geprüft, wir haben es gemacht. Und dann kann es daneben gehen. Ja. So, aber das Erlebnis ist ja, dass derjenige vom Acker gejagt wird. Das hat dann wieder mit Führung zu tun. Also, richtig. Also im Unternehmen, Unternehmen hält natürlich der Unternehmer den Kopf hin, beziehungsweise sein Portemonnaie. Die spannende Frage ist dann natürlich, wie es im öffentlichen Bereich ist. Ist es eben halt der Sachbearbeiter, der Risikobewerter? Ist es der Bürgermeister, Landrat, also sprich der Kopf der Verwaltung, oder ist es die Politik im Sinne von Stadtrat, Kreistag, Landtag, Bundestag? Das kommt dazu. Wer steht jetzt zu dem, das heißt ja übersetzt, wer steht jetzt zu der Person, die die Risikoabwägung vorgenommen hat und das Go gegeben hat? Kleine Anmerkung. Mein Eindruck ist, dass jemand, der eine Chance verstreichen lässt, 97-3 in unserem konstruierten Beispiel, der das nicht realisiert hat, weil er gesagt hat, ich warte mal, vielleicht, dass dem kein Vorhalt gemacht wird. Wir müssten doch eigentlich sehr viel deutlicher sagen, hör mal, du hast gerade eine Chance vertan, du hast gerade, warst gerade nicht bereit, das Risiko einzugehen. Das wird dir viel stärker angekreidet, als wenn bei einem geringen Risiko trotzdem was passiert. Das ist ein bisschen anders. Derjenige, der 97-3 ausrechnet, rechnet 97-3 aus. Entscheiden müssen andere. Ja? Richtig. Und die brauchen das stimmt. Die Kompetenz. Ah, ja. Okay. Und wir können von der Politik nicht immer verlangen, dass andere Entscheidungen getroffen werden, wenn die Verwaltung die Ministerialbürokratie nicht mitzieht. Ja, das stimmt. Und meiner Ansicht nach ist das eigentliche Problem des Dilemmas, das wir in Deutschland haben, ist nicht die Politik, sondern ist eben die Ministerialbürokratie und die Verwaltung. Ja? Und die hat ein Eigenleben, die existiert aus sich heraus. Und wer ist für sie verantwortlich? Das ist immer so krass, wie es ist. Ja. Gut. Ja. Aber dann wäre es aber ja eben halt an der Politik, würde ich jetzt behaupten, dieses Problem zu erkennen und eine Lösung zu suchen. Ja. Und sie hatte eben auch meine Landratstätigkeit angesprochen. Da wollte ich einfach zitieren, dass ich da andere Mitarbeiter erlebt habe, die gerne gewollt hätten. Und die dann in die freie Wirtschaft gewechselt sind. Zum Beispiel. Und die Unterstützung aus der Politik gewünscht hätten. Da sind wir jetzt beim Thema, also wir sind jetzt, gut, wie viel, 75 Minuten. Aber lassen Sie das, 75 lassen Sie das nochmal. Ja. Auch das Thema Fehlerkultur, klar, das ist so wichtig, das ist nicht nur im Unternehmen so, das ist auch in der Politik und auch in der Verwaltung so. Ja. Wir sind jetzt sehr weit weg vom Bürgerportal und von Bergisch Gladbach und dem Rheinisch-Bergischen Kreis gewesen, aber das war bei dem Thema oder bei den Themen heute auch nicht zu vermeiden. Kommen wir trotzdem die letzten 15 Minuten, die wir noch haben, nochmal darauf zurück. Wir hatten ja die Themen Mobilität, wir hatten auch den Umgang oder die Nähe von Politik zu Bürgern, zur Bevölkerung. Das würde ich jetzt nicht nur auf den Bundestag und auf die überregionalen Ebene beziehen, sondern natürlich auch auf das, wo wir Politik hier vor Ort erleben. Sie sind ja als Bundestagsabgeordneter genauso hier vor Ort unterwegs und gefragt, wie als Landrat oder Bürgermeister es gewesen sind. Herr Schenke, wenn Sie ganz kurz dazu in dem Komplex jetzt, also Mobilität hatten wir gesagt, war Ihr Thema. Ja, es gibt das Thema Mobilität in den verschiedensten Bereichen. Der Verkehrsclub Deutschland hat sich in Verbindung mit dem Paritätischen Gesamtverband die Mühe gemacht, Fachleute zu finden, die ein Bundesmobilitätskonzept ausgearbeitet haben. Bundesmobilitätskonzept. Meine Frage ist, haben Sie davon Kenntnis bekommen? Ich weiß, dass es ein solches Konzept, ein solches Papier gibt, ja. Die ersten Reaktionen kamen nur von einem Mitglied des Parlaments, der SPD und der Grünen und der FDP. Von der CDU ist damals keine Reaktion gekommen. Eine offizielle Reaktion, das ist gut, das ist nicht so gut und so weiter. Das wäre für mich jetzt so ein Punkt, wo die Mitwirkung der fachlichen und der emotionalen Mitarbeit der Bevölkerung, meine ich, zu wenig Berücksichtigung findet. Damit haben jetzt beide Themen, also zum einen Mobilität, es gibt ja nicht nur das Bundesmobilitätskonzept, es gibt natürlich auch auf das Kreismobilitätsgesetz, das nicht Gesetz, Konzept, ein Gesetz vielleicht fehlt.
Es gibt natürlich auch in der Stadt Bergisch-Gladbach schon seit vielen Jahren ein Mobilitätskonzept, das nicht umgesetzt wird. Das ist der fachliche Hintergrund. Und der andere Hintergrund ist die Frage, wie geht eigentlich Politik und Bürger miteinander um? Also 50 Meter von hier entfernt ist die Laurentiusstraße, die im Zuge des Mobilitätskonzeptes zu einer Fahrradstraße werden soll. Nach einem Jahr Debatte ist den Leuten immer noch nicht klar, was eigentlich eine Fahrradstraße ist, weil es auch die Politik vielleicht nicht schafft, das zu vermitteln. Da sind wir beim Thema Mobilität. Wie kriegen Sie als Politiker, und das ist jetzt egal, ob es das Tempolimit ist oder die Fahrradstraße, wie bekommen Sie es vermittelt, was die Zukunft der Mobilität sein könnte und wie kann man steuern? Also jetzt abgesehen davon, dass man ja selbst auch Verkehrsteilnehmer ist, vielleicht vorweg, also Mobilität, Sie haben ganz zu Beginn dieser Runde gesagt, dass Sie einen sehr umfassenden Begriff von Mobilität abfragen und wenn wir von Fortschritt und Wohlstand sprechen, dann ist Mobilität eine Voraussetzung. Die Güter müssen von A nach B kommen und wir von C nach D, damit das funktioniert. Also Mobilität halte ich für einen wichtigen Faktor. Die Frage ist nur, wie wir die Mobilität gestalten. Und die Einflüsse so, des einen genau. vom anderen. So, und jetzt halte ich das für einen ziemlich wichtigen Punkt, dass Sie sagen, so habe ich das jedenfalls verstanden, dass es ein Ausdruck von Geringschätzung ist, wenn Leute sich Gedanken machen, ein Konzept aufsetzen, das Konzept vorstellen und es gibt nicht mal eine Reaktion darauf. Ich bin ja zufällig Mitglied beim VCD und habe das dann auch in Zeitschriften gelesen, dass man sich um ein solches Konzept bemüht. Ich hatte noch keine Veranlassung, mich dann näher mit zu beschäftigen. Das hat auch damit zu tun, dass man bestimmte Themenbereiche beackert und nicht alle gleichermaßen. Aber dass Sie sagen, wenn die Erfahrung ist Geringschätzung, dann ist das eine Katastrophe, weil es gibt Kompetenz unterwegs, Engagement und das wird nicht einbezogen. Das darf nicht passieren. Über ein solches Konzept oder ein solches Papier komme ich zu solchen Ideen, aber ich bekomme tatsächlich auch von den Bürgerinnen und Bürgern aus Bergisch Gladbach und auch aus dem Kreis Hinweise, wie sie sich den Verkehr der Zukunft vorstellen. Das ist für mich total wichtig. Ich habe das Beispiel schon mal gebracht. Wenn ich in Berlin ein Verkehrsproblem löse oder einen Beitrag dazu suche, dann kann es ein E-Scooter sein. Diese Elektroroller, ja, die kleinen, auf die man draufsteigt. Das kann unter bestimmten Bedingungen kann ein wichtiger Beitrag sein. Abgesehen davon, dass das nervt, wenn die da alle auf dem Haufen liegen. Aber es ist für Berlin ein Beitrag, ist aber für Bergisch Gladbach und für Kürten kein Beitrag. Also müssen wir da die Mobilität anders denken. Und das kriege ich doch nur mit, wenn man mit den Leuten in Kontakt ist und selbst unterwegs ist. Deswegen habe ich gesagt, in Berlin bin ich fast nur zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs, aber hier mit dem Auto, weil die Bedingungen einfach anders sind. Ich glaube, dass ich daraus etwas mitbekomme. Sie sagen aber, das war ja noch eine Facette Ihrer Frage, gelingt die Rückmeldung nicht? Werden Konzepte erarbeitet im politischen Raum, ohne die Bürgerinnen und Bürger mitzunehmen? Da gesteht es mir jetzt nicht so zu, das über Bergisch Gladbach irgendwie zu bewerten. Da bin ich einfach um Verständnis. Das gehört sich, glaube ich, auch nicht. Ich sage das mal grundsätzlich. Ich finde es schwierig, wenn eine Debatte in der Weise konfrontativ geführt wird, dass in Stellung gebracht wird, die Autofahrer, die parken wollen, gegen die Fahrradfahrer. Wenn ich diese Gegenüberstellung vornehme, und der eine sich auf die eine und der andere auf die andere Seite schlägt, dann haben Sie ja nachher nur noch die Frage, wer ist Gewinner und wer ist Verlierer aus der Debatte. Aber Sie kommen nicht in die Diskussion darüber, was eigentlich bezweckt ist mit einer Fahrradstraße. Dass es da auch rechtliche Rahmenbedingungen gibt, die man zu berücksichtigen hat, die vielleicht Bürokratie zu berücksichtigen beabsichtigt. Ich weiche ein bisschen aus, aber ich würde mir wünschen, dass man da nicht die Konfrontation sucht, parkende Autos gegen Fahrradfahrer, sondern erstmal erklärt, was hinter einer Fahrradstraße steht, was damit gemeint ist, warum man das versuchen möchte, was ja auch vielleicht sich über ein paar Monate oder Jahre erst entwickeln muss. Und ich finde es ausgesprochen bedauerlich, wenn Sie den Eindruck haben, dass dieser Austausch nicht fruchtbar ist. Die einverträgliche Lösung, die muss im Vordergrund stehen. In Gladbach haben wir das Problem auch zum Beispiel Fußgänger, Fahrradfahrer in der Fußgängerzone. Das ist auch keine Lösung, die bundesweit auch nicht ganz klar gelöst ist. Nee. Das ist ja das Problem. Also ich meine, es gibt ja Konflikte. In der Regel ist jeder
Verkehrsteilnehmer ja in verschiedenen Rollen unterwegs. Also Fußgänger ist eigentlich jeder von uns und Autofahrer, die allermeisten auch. Viele nutzen das Rad und den ÖPNV. Aber trotzdem gibt es natürlich klare Interessen. Und wenn eine Straße da ist, die so und so viele Meter breit ist und eben ein Radweg, ein Fußweg, eine Straße untergebracht werden muss, dann ist ja irgendwo eine Verhandlungsmasse da, die verteilt werden muss. Ja. Und auch Konfrontationen und Interessensgegensätze da sind. In Berlin haben sie eine dreispurige Straße und da wird eine Spur mit dem Fahrradsymbol gekennzeichnet. Bleiben zwei über. Das Argument war jetzt immer, dass der Rheinisch-Bergische Kreis und Bergisch-Gladbach nicht zufällig eine Autostadt ist, sondern aufgrund der Lage, der Geografie, die hohen Berge. Ich glaube, Sie kommen eigentlich aus dem Süden, ja. Gibt es da auch langsam eine Zeitenwende, eine etwas andere Einhaltung? Ich meine, Sie bewegen sich ja beim Tempolimit ein kleines wenig, aber ja auch nur vorübergehend. Gibt es bei der CDU da nicht in Sachen Mobilität auch einen gewissen Bewusstseinswandel? Ich glaube, dass die CDU für diese Veränderung viel offener ist, als mir das immer wieder unterstellt wird, weil sich sehr schnell auf die Seite der Autofahrer geschlagen wird, zum Teil auch. Ich erlebe das so, dass viel mehr wahrgenommen wird, die Chance, die mit dem Fahrradverkehr zum Beispiel verbunden ist. Und jetzt greife ich mal auf den technologischen Fortschritt. Sie wissen das, ich bin aufgewachsen im Münsterland. Da stand das Fahrrad vor dem Auto in der Garage. Also bevor Sie das Auto raus haben, müssen das Fahrrad wegräumen. Also fahren Sie gerade mal mit dem Fahrrad. Aber da haben Sie auch eine total unproblematische Topografie. Das war ja der Grund oder mit ein Grund, weswegen Fahrradfahren hier nicht so üblich war. Genau, jetzt kommen aber immer mehr Leute, das ist ein anderes Problem, die mit E-Bikes oder Pedelecs unterwegs sind und die sagen, das ist durchaus attraktiv, mich damit vorzubewegen. Und darauf muss man sich einlassen, darauf muss man auch Veränderungen möglich machen. Das ist meine feste Überzeugung und ich glaube, dass es in der Union längst vorbereiteter ist, als Sie glauben. Es ist mal so einfach zu sagen, was weiß ich, Partei X, die ist für den Fahrradverkehr und die CDU ist dagegen. Das ist verkürzt. Ich persönlich würde das nämlich nicht so sehen und es gibt auch viele andere. Entscheidend ist, dass wir jetzt nicht als Verlierer oder Gewinner aus einer solchen Debatte nach Hause gehen, sondern sagen, wir haben eigentlich alle verloren, wenn wir keine Einigung erzielt haben. Und da würde ich einfach ein bisschen mehr aufeinander zugehen, vielleicht ein bisschen mehr Kommunikation, ein bisschen mehr erklären. Und dann nebeneinander. Wir haben in der großen Runde jetzt noch 5 Minuten. Vielleicht gibt es hinterher noch ein bisschen die Gelegenheit zum direkten Austausch. Gibt es jetzt ein Thema, das uns alle betrifft? Die Einschränkung möchte ich machen. Ein Thema, das uns alle betrifft, also kein Spezialthema, was wir heute Abend noch nicht angesprochen haben. Und für das Herr Tibruk kompetent wäre. Das wäre der Gaspreis. Wir alle sind betroffen, wir alle werden die Gasumlage erleben. Und wer ein bisschen besser dasteht, dem wird das nicht so viel ausmachen. Aber ich sehe, dass es sehr viele Leute gibt, die möglicherweise, wir haben die Zahlen von der Rheinenergie in der Belkaf, Gott sei Dank schon veröffentlicht bekommen, die das einfach nicht zahlen können. Und wie sehen Sie dann das weitere Problem? Ich habe heute eine Mitteilung bekommen, Belkaf, ich glaube um 10 Cent auf 17 Cent pro Kilowattstunde Gas. Um 10 auf 17, das ist über 100%, klack. Entsprechend werden die Abschläge angepasst. Das war auch zu erwarten, weil der Versorger die Liquidität gar nicht hat, jetzt weiter mit einem kleinen Abschlag umzugehen. Also ich weiß jetzt, und ich habe viele Briefe bekommen, jetzt nicht nur von Privathaushalten, sondern von Unternehmen, ich nehme mal Beispiel Bäckereien, an die man so gar nicht denkt, ja, die sagen, hey, wir können das nicht auf den Brötchenpreis mal eben so umlegen, wenn wir höhere Energiekosten haben. Das ist ein Riesenproblem. Jetzt gibt es 2 Möglichkeiten, damit umzugehen. Also wir haben die Knappheit, in der Spitze knallen die Preise. Darüber haben wir eben gesprochen, Energieversorgung. Man könnte jetzt hingehen und irgendjemand senkt die Preise oder übernimmt einen Teil der Preise. Das haben wir gemacht. Nehmen Sie das Beispiel an der Tanke, Tankrabatt. Da ist es eigentlich, kostet 2,20 Euro, bleiben 1,80, also wird der Preis künstlich reduziert. Das ist keine gute Idee, weil das Preissignal bedeutet ja, wir müssen weniger verbrauchen. Ich glaube, der andere Weg wäre der richtige, diejenigen zu unterstützen, die diesen Effekt, diesen Schock nicht verkraften können. Also sagen, der Preis an der Tanke, ich nehme das Beispiel mal, bleibt auf 2 Euro, aber wir müssen diejenigen unterstützen, die das nicht bezahlen können. Also indem man, das kennen Sie, das Gleiche beim Wohnen auch, Wohngeldzuschläge macht für diejenigen, die mit der höheren Abschlagszahlung rechnen müssen. Das, glaube ich, wäre der richtigere Weg. Ich weiß, dann werden wir auch nicht alle Bedürftigen treffen, aber vom Prinzip her
nicht den Preis manipulieren, sondern die Auswirkungen der Preissteigerung abfangen. Und das ist ein sozialpolitischer Ansatz. Jetzt haben das wir, halte ich für den richtigen Weg. Jetzt haben wir einen weiteren Punkt, wo wir Wohlfahrtsverluste hinnehmen müssen, indem wir höhere Gaspreise zum Beispiel bezahlen. Wir haben vorhin in der Debatte verschiedene andere Punkte aufgezählt, Themen, die alle den gleichen Effekt haben. Sie haben aber trotzdem auch gesagt, Sie glauben, man kann den Menschen viel mehr zumuten, noch viel mehr. Kommen wir da nicht jetzt irgendwo langsam in einen Zielkonflikt? Ja. Sie wollen mir widersprechen? Ich würde sagen. Ich bin absolut seiner Meinung, dass man im Grunde der Wählerschaft viel mehr zumuten kann. Nur, ich habe es ja vorhin beim Thema, Energiewende vielleicht so ein bisschen anreißen können. Ich muss den Leuten aber klar auf den Tisch tun, worum es geht. Ich kann doch nicht mit 56% Wahlbeteiligung zufrieden sein. Das ist doch ein Signal, dass irgendwas schief läuft. Herr Brocke, Sie haben das letzte Wort. Genau. Die Frage ist dann tatsächlich ja, also zumuten, aber wo sind die Grenzen? Der Ausgangspunkt, genau, der Zumutung war ja, als wir diesen Begriff aufgegriffen haben, dass man den Menschen auch Wahrheit oder Ehrlichkeit zumuten kann, dass man ihnen auch ein Preisschild zumuten kann, dass man sagen kann, das ist die Kehrseite der Medaille. Wenn wir das so machen, hat das die und die Nebenwirkungen. Die nehmen wir ganz bewusst mit dem Kauf, das zuzumuten. Und das bedeutet natürlich dann auch in der Konsequenz, dass man ihm bewusst macht, was auf ihn zukommt und nicht so tut oder hofft, dass er es nicht merkt, was da gerade mit ihm passiert. Das halte ich für unredlich. Deswegen glaube ich, dass das eine Zumutung ist. Ich möchte nicht so verstanden werden, als würde ich sagen, komm, kommt nicht drauf an, das kann er auch noch bezahlen. Ich habe gerade schon gesagt, dass ich sehr genau darauf achten möchte und wir darauf achten müssen, dass das, was an Konsequenzen jemand zu ertragen hat, auch erträglich bleibt. Aber es nützt nichts, wenn ich so tue, als käme da nichts auf ihn zu und am Ende wende ich mich ab, wenn es knallt. Lieber sagen, das kommt auf uns zu, das ist die Entscheidung. Und diejenigen, die das nicht tragen können, die finden die Unterstützung. Das ist für mich ein sozialpolitischer, verteilungspolitischer Ansatz. In dem Sinne. Aber zumuten, ich glaube, es wird einiges an Zumutung auf die Menschen zukommen. Ich will das nicht geringreden. Ich möchte nur sagen, wir könnten den Menschen viel mehr Wahrheit zumuten und auch Beiträge zu einer Lösung, als wir das oft getan haben, aber niemals in dem Sinne, dass ich sage, und wenn er dann drunter fällt, ist uns das egal, ganz bestimmt nicht. Darum auch der Ansatz, nicht die Preise angehen, sondern die Auswirkungen bei denjenigen, die es sonst nicht mehr tragen können. Gut, Herr Tebrucke, herzlichen Dank für das Gespräch, für die Offenheit, für die Klarheit. Aber Ihnen natürlich auch danke für die Themen, für die Beiträge, für die Fragen. Wir machen natürlich weiter. Wir haben mehrere Bundestagsabgeordnete in diesem Bergischen Kreis. Vier. Dafür will ich jetzt nicht mehr dazu sagen. Wir haben aber zumindest in der nächsten Woche einen zweiten Bundestagsabgeordneten, Mike Außendorf von den Grünen, zu Gast. Der das vielleicht noch mal ein bisschen anders einsortiert, eben nicht aus der Opposition, sondern aus der Regierungspartei oder aus einer Regierungspartei heraus. Vielleicht gibt es das insgesamt ein sehr, sehr spannendes Gesamtbild. Sie sind herzlich eingeladen und ansonsten machen wir natürlich weiter mit den Bürgerclubs und werden auch sicherlich Herrn Tebrucke noch mal wieder zu Gast haben. Vielen Dank für die Einladung und das Gespräch.